Hola, grüß dich. Ich bin die Maja Vielgartner, bin 19 Jahre alt und komme aus dem Eggental. Ich bin Köchin geworden, weil ich 2017 erstmals ein Pflichtpraktikum bei der Tina Marcelli in der Küche absolviert habe. Er hat mir voll gut gepasst. Und ja, mir sind viele Sachen gezeigt worden. Sammy, ich bin im Team gleich willkommen gewesen. Jeder hat mich unterstützt, jeder hat mir weitergeholfen. Und wirklich, mir ist auch echt viel gezeigt worden. Und die Dina hat allen versucht, mir wie in Beruf Köchin schmackhaft zu machen. Hell ist ihr noch gelungen. 2019 habe ich als Köchin bei ihr angefangen im Feuerstein. Und seitdem lebe ich meinen Beruf voll aus. Ich bin gern kreativ, ich probiere gern neue Sachen aus. Aber vor allem freut es mich, wenn ein Gast auch frei hat mit meinem Teller. Und wenn ich das Lächeln sehe in sein Gesicht, dann geht mein Herz auch richtig auf. Ja, auf ein SKV werden wir fest unterstützt. Einmal erstens, wenn ich ein neues Kochgewand brauche oder ein neues Messer, dann kriege ich alle Prozente. Und er unterstützt auch fest die Frauen und sagt, ah, eine Frau ist gleich wie ein Mann. Eine Frau kann eine gute Chefköchin sein. Eine Frau kann so gut Sterne auch kochen. Und ja, er stellt die Frauen total gleich wie die Männer. Und ich glaube, hell ist heutzutage ganz fest wichtig, weil es ist ja ein Klischee, dass Lei Männer schaffen sie noch Kuchel und Lei Männer sind hart genug für die Küche, aber hell stimmt nicht. Ich glaube, meine Chefin, die Tina Marcelli, ist der beste Beweis dafür, dass auch Frauen eine Küche gut leiten können und ihre Ziele verfolgen und ihre Ziele vervollständigen können. Mir gefällt es auch gut beim SKV, dass man neue Küche kennenlernt oder auch wenn man einmal eine andere Arbeitsstelle sucht, wird an der SKV allem weiterhelfen und so ein passables Restaurant sucht noch eine Köchin. Ist nicht Lust, zusammen anzufangen, oder man tauscht sich auch gegenseitig aus, und dann sagt du, schau, probieren wir mal das, probieren wir mal selber.